ist delicious. Hey Leute, was geht ab? Und willkommen hier zu einer neuen Folge der FC Bayern München Trainerkarriere hier auf meinem Kanal. Herzlich willkommen zum Bayern Mittwoch. Wir müssen heute gegen Borussia Mönchengladbach und gegen Leverkusen. Gegen Gladbach werde ich simulieren und gegen Leverkusen werde ich selber spielen. So habe ich mir das gedacht. Verkauf mal nicht. Auch wenn er nicht so eine Rolle bei uns spielt. Unsere Transfers haben wir getätigt, deswegen bleibt alles so, wie es ist. Gonzales, Stindl, Jason, Kramer, Binesch, Sommer hinten drin. Also ein paar Gladbacher kennt man natürlich noch im Borussia-Park. Und mal schauen, ob wir die drei Punkte sichern können. Let's go, wir gehen rein. Däumchen sind gedrückt. Jawohl, Kai Havertz mit dem entscheidenden Tor in der 82. Minute. Und Kingsley Coman ganz früh in der Partie, dritte. Und Christoph Kramer zum zwischenzeitlichen 1:1. Und somit, ja, nehmen wir die drei Punkte mit. Die wichtigen und die richtigen drei Punkte. Und jetzt müssen wir gegen die Werkself. Gegen Bayern 04 Leverkusen, die ihr erstes Spiel gewonnen haben. Und jetzt noch das Sonntagsspiel haben. Und das Sonntagsspiel haben sie auch gewonnen. Das heißt, es wird ein, ja, ich habe mich richtig entschieden. Es ist eins der Topspiele. Und Mainz ist einfach Tabellenführer. Ja, moin. Die Mainzer ganz vorne mit dabei. Die Mainzer. Dieses Mal haben wir ein Sonntagsspiel hier. Die Mainzer haben unentschieden gespielt. Das heißt, wenn wir jetzt gegen Leverkusen gewinnen, haben wir 9 Punkte und sind, bam, Tabellenführer. Da, wo die Bayern hingehören. Da, wo die Bayern hingehören. Wir gehen rein und die Leverkusener mit. Bailey, Bellarabi, Piquet, Gerard Piquet als Kapitän. Ja, moin. Huch, was ist denn da passiert? Wir gehen rein mit unserer fast kompletten 90-Plus-Mannschaft. Der einzige, De Ligt, Coman, also De Ligt und Coman werden da safe hinkommen. Pavard auch und Donnarumma auch. Lewandowski wird jetzt, glaube ich, ab jetzt nur noch bergab gehen, weil er halt schon zu alt ist. Aber da sind wir auch noch dran, in den nächsten Wochen, Monaten einen neuen Stürmer auf jeden Fall zu holen. Aber erst wahrscheinlich, nachdem wir die Champions League gewonnen haben, Bundesliga und so, sollten wir das gewinnen. Ist auch immer die Frage. Supercup haben wir auch, ja, letzte Folge verkackt. Ich gehe rein, let's go. Und die Partie ist eröffnet. Auf ein gutes Spiel, auf ein paar Törchen von Lewandowski. Da hätte ich heute Lust drauf. Und geh Goretzka. You know, Leon Goretzka. Da geht er. Oh, Lewandowski kriegt den Ball nicht durch. Er wäre sofort vor Lukas Sedetzky gewesen. Die Abwehrkette macht da gerade einen Schritt nach vorne. Wäre der Ball da auf Goretzka gekommen, dann rappelt es aber im Karton. Karton, tong, 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 tong. Jawohl. Nein, nicht jawohl. Rauf da. Rauf da, rauf da. Hallo, 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 hallo. Süle, Jawolski. Und Abfahrt. Jetzt geht die wilde Fahrt nach vorne. Über Kai Havertz. Über Kai Havertz. Da oben Lewandowski. Da sehe ich ihn doch. Genau da sehe ich ihn doch. Da sehe ich ihn doch. Lewandowski. Lewandowski. Es soll nicht sein. Es soll nicht sein. Das wäre das erste Tor gewesen von unserem Robert. Aber er hat es nicht gemacht. Er hat es nicht reingemoked. Reingemoked, da ist er wieder. Lewandowski. Oh, er trifft nur die Außenstange da. Schade. Und runter, Coman. Kingsley Coman. Nee, Schiri. Er bleibt verletzt liegen. Coman bleibt verletzt liegen. Und der Schiedsrichter pfeift nicht mal. Das ist ja wirklich lächerlich. Mal gucken, was da oben gleich angezeigt wird, ob da steht Verletzung oder so. Weil dann würde ich ihn schon durchaus runternehmen. Weil was Ernstes müssen wir uns hier nicht da einfangen, sage ich mal. Belastend, Alter. Wirklich belastend. Steht da jetzt schon irgendwas? Er hat das Verletzungszeichen. Verletzung, Coman. Okay, nee. Da gehe ich auf Nummer sicher und wechsle jetzt mal direkt unseren... Ah, komm, Pulisic kann sich beweisen. Pulisic über rechts kann er sich heute mal zeigen hier. In München gegen die Leverkusener. Ja, perfekt. Ich wollte eigentlich ins Ausspielen. Aber hat nicht so geklappt. Und wenn ich jetzt das Gegentor fange, dann ist es... Ja, ein Glück abseits und jetzt ist er drin. Und Coman raus. Gute Besserung, Coman. Und da geht er. Da geht er. Christian Pulisic. Pulisic, Pulisic, Pulisic. In die Mitte. Theoretisch schon, oder? Kai Havertz und Christian Pulisic im Zusammenspiel. Und Kai Havertz am Ende ist der Torschütze hier. Ja, 1-0, Jawolski. Und so kann es weitergehen. Christian Pulisic direkt mal hier mit einer Vorlage. Läuft. Jawohl, Goretzka. Goretzka, wie er sich den Ball da im Mittelfeld holt. Und jetzt geht er wieder. Jetzt geht er wieder. Pulisic, wieder zur Grundlinie. Wird das eine Kopie vom ersten Tor? Wird das eine Kopie? Nein, wird es nicht, weil keiner in der Mitte steht.
Wie kann man da nicht in die Mitte irgendwie reinstibitzen? Da muss man gefühlt nur die Pike hinhalten und der Ball geht rein. Oder zumindest geht der Ball gefährlich aufs Tor. Aber nee, keiner steht da und jetzt fange ich mir das Tor nicht. Ein Glück renne ich mit dem Spieler auf die Linie. Was ist denn hier, Junge? Komm, Leber. Jawohl. Und Havertz macht Meter. Gegen Piqué. Ach, Mist. Ich wollte irgendwie vorbei innen. Meine erste Idee war einfach rechts vorbei zu pacen mit Kai Havertz. Dann habe ich mich kurzfristig umentschieden und man sollte immer bei der ersten Idee bleiben. Und Pulisic in der Mitte. Oh, der Pass ist kacke. Ah, rettet er noch. Er rettet es noch. Sané. Ja, warum mal nicht, ne? Warum mal nicht aus der zweiten Reihe probieren? Ey, Kollege. Zack. Zack. Zack, jawohl, Pulisic, Sané, Kai Havertz, Doppelpacker, Kai, moin moin, 41. Minute, Faust in die Facecam, 2:0, so und nicht anders. Oh, das muss bestraft werden von Leverkusen. So offen, wie die da stehen, muss es bestraft werden. Strafensignal hart. Leroy Sané, 3:0, 45 Minuten sind rum und das Spiel ist für mich jetzt auch rum. Das können wir gar nicht mehr verlieren, da hatte Leverkusen wahrscheinlich nochmal alles nach vorne geworfen, weil sie gedacht haben, es ist der letzte Angriff in der ersten Halbzeit, aber nee, da haben sie sich geschnitten und das ist das 3:0 und somit ist es, sind es die 3 Punkte für uns. Weil ich springe jetzt hier zum Endergebnis und am Ende... Kramaric? Kollege, du kommst in der 47. Minute rein und kriegst dann in der 76. Minute gelb-rot? Läuft bei dir auf jeden Fall. Mal gucken, wie lange Coman verletzt ist. Ich hoffe, da ich ihn rausgenommen habe, nicht allzu lange. Das wäre schon nicht so lecker, wenn der jetzt irgendwie 3-4 Monate fehlen sollte. Nein, Müller verkaufe ich nicht. 5 Tage, okay. Schulterprellung ist vollkommen okay. Kramaric ist gesperrt, weiß ich. Das weiß ich auch. Zack, zack. Okay. Wunderbarski. Nächste Folge geht's dann ab gegen... Champions League. Dynamo Zagreb, Liverpool und Kiew. Okay, eine machbare Champions League-Gruppe, finde ich. Liverpool natürlich wild, aber Zagreb und Dynamo Kiew, die sollten eigentlich easy peasy rausgeworfen werden von Liverpool und von uns. Köln, Zagreb und Bielefeld. Nehme ich, denke ich, mal nächstes Mal mit. Zagreb spielen wir selber und mal gucken. Köln, Bielefeld, denke ich mal, werde ich simulieren. Genau, ansonsten war es das hier für die heutige Folge. Lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da und dann sehen wir uns logischerweise in der nächsten Folge oder beim nächsten Video wieder hier auf meinem Kanal. Union siegreich gegen Rivalen. Wie, Union hat hier Derby-Sieg gegen Hertha oder was? Das ist ja mal frech. Ich bin raus, Leute, haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüssi.